Hier am Nymphenburger Schloss, wo die Brunnen mit Wasser aus der Würm genährt sind, um dann eine Wasserschneise quer durch die Stadt bis zum Olympiapark zu schlagen, entnimmt der dänische Künstler Hugh Queenford eine Wasserprobe und filtriert sie. Das Segment, was da in dem Wasser, also Algen, Mikroorganismen, Pflanzenteile und so weiter, setzen sich auf diese Filter ab und macht damit ein Bild. Ein Bild, das so aussehen könnte. Extra für die Ausstellung Alga in den Räumen der Ehrestiftung in der Römerstraße hat Hugh Greenford Proben aus den Gewässern rund um München entnommen. Man sieht hier eine Filtration, wo die verschiedenen Segmente oder Reststoffe aus der See sich hier verlagert haben auf dem Papier. Und da sieht man unter anderem auch so lange grüne Spuren. Das ist eine Alge, der sich hier auch so mitgekommen haben. Hier ist ein Stück von einer Nymphe oder ein Insekt, die so geschlüpft ist. Algen, wohl die ältesten Sauerstoffspender der Erde. Sie treten weltweit am Land und im Gewässer auf. Sie können giftig sein, aber auch als Nahrungs- und Heilmittel dienen. Diese Vielfalt von Formen ist was mich sehr interessiert. Die große Algen, was hier hinter mir ist, ist aus so eine Interpretation von Seesalat, was in der Ostsee vorkommt, zum Beispiel, wo ich wohnen auch, also neben der Ostsee. Und das ist so eine Sprache, eine Form, die interessant für mich war, in Glas umzusetzen. Hier unsere Wasserprobe des Nymphenburger Schlosses unterm Mikroskop als Bild aufs Handy. Proben aus Gewässern der Besucher, die Ausstellung Alga in der Ehrestiftung in der Römerstraße noch bis Ende Januar 2022 besuchen wollen, ausdrücklich erwünscht.